Willkommen zurück zu einer neuen Folge von DSA Drakensang. Ich glaube, in der Ruine haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles soweit erledigt, oder? Ist da noch irgendwas Interessantes? Nö. Dann wird es jetzt, glaube ich, wirklich Zeit, den Ort hier zu verlassen. Wie gesagt, ich hoffe, wir kommen einigermaßen jetzt noch ohne großartige Kämpfe raus. Ist wieder zu viele. Ja, Speier. Haben wir jetzt schon genug gegen euch gekämpft? Ja. Dieses eine Rezept vorher, das sind jetzt aber viele tatsächlich, gefunden, hätte ich mir das alles sparen können. Na. Weil die anderen Sachen, glaube ich, für den, gut, wir müssen nachher nochmal rein, aber ich glaube, oben sind ja keine Wasserspeier mehr. Ist ja noch die Dame, für die wir halt jetzt die Rondra geweiht, für die wir die Sachen noch holen müssen. Ich glaube, dann sollten wir doch langsam bei euch wieder die Buffs offen halten. Das sind natürlich relativ viele. Sie fressen auch einigermaßen Schaden, wie allerdings auch. So, du kannst dich jetzt mal ein bisschen zurückziehen. Dann kommt Baller da direkt mal drauf. Ja. Und ihr haut hier mal weiter drauf, bitte. Wen hast du? Oh, ihr habt beide den. Komm schon! Ist vielleicht nicht verkehrt, dann ist der schneller weg. Ja, hier müssen wir dringend mal mehr Fähigkeiten lernen. Den ersten haben wir allerdings, den kriegst du auch ordentlich was ab hier. Was? Kannst ungestört zaubern. Hm? Dann kann Kuan nämlich mal auf den hier gehen. Was? Und du kannst hier mit drauf prügeln. Ja, neue Rüstung wäre halt mal cool, wenn ich da was finden würde. Oder kriegen könnte. Na? Zumindest machst du einigermaßen Schaden. Das ist schön. Ja. Zieh einen Stich hinterher, bitte. Mist. Es dauert halt einfach zu lange mit diesem verdammten Zauber. Kann man den irgendwie beschleunigen? Ich hätte gerne einen Perk, dass der direkt funktioniert und nicht irgendwie drei Runden braucht. Oder wie viel das sind? Hm? Mir nach. So, dann halte ich erstmal selber. Ja. Du hast den platt, oder? Jo, gut. Dann lass mal auf den gehen, dass der möglichst schnell erledigt wird. Was? Mach's da bitte weiter. Komm schon! So, und dann kannst du mich jetzt in der Zeit mal ein bisschen heilen.
Ich glaube, Fulgrim hat es gleich nötiger. Was? Na, umwerfen kannst du ja mal. Andererseits wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, noch ein bisschen zu warten. Dass wir wieder den Buchschlag machen können. Werfen hat ja leider nicht so viel gebracht gerade. Aber heil du mal hier einmal durch, bitte. Ja. Was? Hau mal noch eine Finte raus. Ja. Du musst mehr Schaden machen mit den normalen Angriffen. Ja, guck mal, sowas zum Beispiel. Einfach mal besser würfeln. So, dann haben wir die beiden gleich platt. Komm schon! Ihr habt euch jetzt ja auch mal aufgeteilt, netterweise. Dummerweise kriegt da jetzt Kuano einiges. Wieso hast du keinen Mana mehr? Ach, du bist doch noch auf Dolch, sehe ich gerade. Weiche! Was? Dann geh den doch mal an, bitte. Ich hoffe, du hältst lang genug. Das könnte jetzt knapp werden, verdammter Mist. Aber die sind... Irgendwie machen meine Leute zu wenig Schaden. Das ist halt ein großes Problem bei der Sache. Achtung! Ei? Ja. So, komm, der hat auch nicht mehr viel, den kriegst du noch platt. Ich denke, wir kriegen es notfalls auch hin mit den zwei, wenn Kuano jetzt draufgehen sollte. Was? Mach doch mal, was ich hier angezeigt habe. Ei. Du guck, dass du möglichst schnell heilen kannst. Musst du nicht. Ja. Ihr müsst echt mehr Schaden machen, meine Lieben. Ihr müsst viel mehr Schaden machen. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem jetzt irgendwo bessere Waffen finde, weil langsam wird es ja auch Zeit. Wir treffen halt nichts. Das ist sehr, sehr nervig. Na? Du kannst mal wieder hier. Angriff. Das wird knapp. Bei Angriff Spaß. Es wird knapp hier. Weiche. Scheiße. Was? Aber scheinbar bin ich tatsächlich ein bisschen zu früh in die Ruinen reingegangen. Ich hätte wohl noch leveln müssen. Ja. Ei. Jetzt kannst du mal wieder heilen, dann heil dich halt mal. Was? So, den von hinten anzugehen, ist eigentlich schon mal nicht schlecht. Das war alles andere als glorreich, meine Lieben. Wie gesagt, ich brauche dringend bessere Ausrüstung so langsam oder mehr Level. Was? So, dann darfst du noch mal eine Runde verarzten. Zwei Stück nur noch. Zeit, dass wir nochmal Verbände finden. Oder kaufen. Aber gut, ihr seid letzter Zeit ja auch viel gestorben hier unten. Ei? Zack. Mal hochheilen, bitte. Salabunde.
So, und dann kannst du nämlich jetzt noch einmal deine Buffs aufrechterhalten. Wie gesagt, scheinbar ist es ja doch noch nötig. Attributo habilis. Und für den Armatrutz reicht's noch. Wieder auf den Bogen. Du hast keine Munition mehr? Okay, wir haben ja noch Pfeile. Sagt hier die paar und dann können wir die Jagdpfeile holen. Brauchen wir die aber erstmal auf. So. Naja, eine Handvoll XP gab es ja dafür. Mal schauen, was jetzt da oben noch erwartet. Mal, da ist es jetzt einigermaßen ruhig, was die Gegner angeht. Ich sehe die ganzen Skelette nochmal respawned sind. Hier kann ja zum Glück nichts mehr passieren. Die Statuen sind durch. Ich glaube, hier haben wir ja auch nichts mehr auf der Karte. Erstmal nö. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir hier unbehelligt rauskommen. Wäre schön. Ist überhaupt der richtige Weg? Ja. Das sieht ganz gut aus. Genau, hier haben wir dann schon die Tür. Ja, geht ja doch einigermaßen. So, hallo Ausgang. Endlich mal wieder. Heiltränke müssen wir kaufen. Da hat es bei dem Dämon dann doch einige gekostet. Stimmt. So, jetzt haben wir hier eine ganze Menge Fragen. Genau, das Quellen sind. Überreste des Geistes, Überreste des Geistes. Okay. Das sind Alnari-Quellen sind. Hier hätten wir einen Überrest, den holen wir uns mal. Und da unten wären noch zwei, da können wir zum Sumpf. Okay. Andererseits. Lass uns vielleicht zuerst zum Sumpf gehen. Wir müssen eh wieder in die Ruine. Wahrscheinlich hat die eine. Ist, glaube ich, von den Elfen jemand, ja. Wir müssen eh wieder hin zurück. Dann können wir auf dem Rückweg den mitnehmen. So, genau. Mal umdrehen. Speichern wir nochmal schnell. So, na, ich schätze, da hinten müssen wir noch eine Runde kämpfen. Jo. Eine Sumpfranze. Das sollte jetzt aber einigermaßen gehen, oder? Ah, da haben wir den Kopf. Oh ja. Ja. Hoho! Ja. Angriff! Ja. So. Falkenauge. Kannst du da noch mit draufhauen? Ja, ich glaube, das ist jetzt, ging jetzt zu den Wasserspeiern kein Akt mehr mit denen, oder? Ja, die machen nicht mal Schaden.
auch jetzt. Was? Wir halt auch nicht. Das Problem von der Gruppe, ihr macht zu wenig Schaden. Achtung! Ja, die hatten ja nichts Sinnvolles zum Looten. Dann eine auffällige Stelle Nummer 1. Gebeine. Und das andere wäre dann hier nebendran einfach. Wieder irgendwas rumwuselt, aber ich denke, das kriegen wir auch platt. Auch wieder Sumpfranzen, ne? Jo. Okidoki. Da ist auch noch was zum Looten. Hm? Ihr seid zu weit weg. Bleibt mal ein bisschen mehr zusammen, meine Lieben. Ja. So, direkt nochmal hinten dran. Komm schon. Ja. Ja. Weiche. So, Feuer frei. Ich glaube, hier kannst du dann doch gleich mal eine Runde heilen. Da wären dann die nächsten, aber die hauen wir dann auch noch schnell platt, denke ich. Ja. Ja! Was? Du hast Spaß mit dem Viech hier? Cool. Was? Du kannst hier noch gemütlich Deckung geben, denke ich. So, platt, platt, platt. Cool. Ja, Morgenach hat doch ein bisschen was abgekriegt hier. Aber wie gesagt, der ist ja auch ziemlich in die Mangel genommen worden da oben. Das sind jetzt mal noch Wolfsratten. Habt ihr euch verbündet hier? Ei. Heikenauge. So, einmal Buffs nachschenken, bitte. Und dann darfst du nochmal ein paar Jagdpfeile nutzen. Attributo habilis. So, alle wieder fit. Du kannst jetzt noch ein bisschen heilen, bist du da unten. Aber warte mal, lass mal gucken, was in dem Fass ist. Schnaps. Das nehmen wir doch gerne mal mit. So, hier das Gefieß noch weghauen. Die hinterhältige Sumpfratte. Die hat bestimmt auf uns gewartet. Was? So, darauf bitte. Komm, du kannst gleich mithelfen. Ah, es kriegt Vorgrim noch ein bisschen was ab. Ruf die doch mal um. Geht doch. So, das war's mit euch. Ein vorletztes Mal buddeln. Und dann kommen wir jetzt wieder zurück zur Ruine. Sehr schön. Das hatte ich irgendwie stressiger in Erinnerung, die Quest, aber doch schön, dass das so locker jetzt vonstatten geht. Auch schon ewig hier, muss ich ja zugeben. Die Hälfte des Let's Plays.
Ich glaube so, ab 15 oder 17 haben wir uns mit den Piraten angelegt. So, wir müssen nach Süden, oder? Ja. Müssen wir hier wieder runter. Doch etwas mehr Gefrickel, als ich dachte. Aber gut, das ist ja auch noch machbar. So, meine liebe Ruine, wir kommen gleich wieder. Ja, rührt ihr mal schön. So, dann haben wir Nummer 4. Ladurée. Ein Reh bewacht diesen Kopf. So, damit haben wir alles. Dann mal ab nach unten. Theoretisch können wir die Vier ja auch jagen, oder? Andererseits, warum? Essen so brauchen wir ja nicht. Das lohnt sich auch nicht. Ja, ist ja gut. Hier will doch hier keiner was Böses. Und dann können wir jetzt auch wieder hier runterwuseln. Waffen wir nochmal? Ja, wenn ich in der Ruine bin. Ich meine, kostet ja nichts. Das Mana regeneriert sich außerhalb des Kampfes sehr schnell. Von daher macht es eigentlich Sinn, mehr oder weniger permanent gebufft rumzulaufen. So, genau, du bist jetzt da hinten in der Ecke. Alles klar. Ei. Armer Trutz. Zack. Attributo habilis. Attributo habilis. So, ihr könnt ja als Gruppe nochmal mitkommen. Na gut, hier runter müssen wir. Und dann rechts. Blümchen muss jetzt nicht unbedingt gepflückt werden. Das sollte passen soweit, denke ich mal. Ah ja, genau, hier hinter war das. Hi, wir sind gleich wieder da. So. Du kehrst zurück. Hast du die Knochen der Priesterin gefunden? Das habe ich. Sie lagen unter den Steinschädeln. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, dir die Wahrheit zu sagen. Du bist einer List aufgesessen. Ich habe dich nur benutzt, um an die Knochen der Priesterin zu gelangen. Dank deiner können wir ihre Seele nun doch noch der dunklen Göttin opfern. Bei den Niederhöllen, Verräterin, stirb! Schwestern, tötet ihn! Gut, dass wir gebufft haben. Ja? Tja, von den Schwestern ist halt dies nicht mehr allzu viel übrig, ne?
Ja. Wahrscheinlich kommen die noch. Aber wenn wir sie dann schon mal platt haben, ist das schon mal viel gewonnen. Ja. Ei. So. Dahin. Du ziehst dich mal ein bisschen zurück, genau. Dann können wir schon mal hier ein wenig, uns umpositionieren. Was? Na komm, haut da noch einen Sternenstaub drauf. Ja? So, du hast trotzdem noch jemanden, der dir auf die Nerven geht. In Ordnung. Dann machen wir dich doch mal ein wenig platt. Weiche! Ja, das sollte passen, denke ich. So, dich hätten wir erledigt. Dafür kriegst du gerade doch ein bisschen viel ab. Das ist nicht gut. Komm schon! Allerdings haben wir auch keinen frei zum Helfen hier. Bei Angriff schwarz! Ja. Der Armatrutz geht zum Glück noch. Versuch dich mal selber zu heilen. Das ist nicht gut. Was? Na, Kuano, du musst echt da mal helfen gerade. Ich fürchte es, aber es ist schon zu spät. Was? So, euch haben wir schon ein bisschen was angetan. Was? Ja, das wird nix. Ich glaube, Amazon ist dann doch nix. Nix für dich. Kannst du nochmal umwerfen? So, schöne Reihe hier aufgebaut. Was? Na? So, ihr kriegt aber zu viel Schaden da oben. So, das kriegst du ja hoffentlich alleine hin hier, die eine. Ja? Gucken, dass wir es Faeris irgendwie am Leben halten. Wohl, ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Fürchte ich. Ja. Ist es. Na gut, dafür hat sie schon ordentlich was abgekriegt. Hauen wir die platt und dann gibt es da noch mal einen Sternenstaub. Sehr gut. Na, können wir uns sparen. Andererseits, wir haben es ja. Na? Dann mit allem drauf, was ihr habt. Können wir jetzt nochmal eine Runde looten, das ist ja auch nicht verkehrt. So, da gehen es aber leider wieder einige Verbände drauf. Was? Du hast keine mehr. Wir hatten noch Verbände von euch. Ja. Du hast noch welche, gut. Ja.
Komm, die kann ich auf die 5 legen. Da ich das im Fenstermodus spielen muss, kann ich leider nicht nach unten klicken, weil ich da die Taskleiste habe. Ja, genau. Dann heil dich mal. Schade. Vielleicht geht's bei Fulgrim besser. Jawohl. Dann dich nochmal. Ach, brauchen wir jetzt echt 4 Verbände? Das ist doch Mist. Wir müssen dringend Verbände kaufen, wenn wir bei den Elfen sind. Ah ja, gut. So. Nehmen wir alles mal mit, geben die Dings noch ab und dann können wir die Folge auch beenden. Obwohl, das können wir auch beim nächsten Mal machen. Ich sehe gerade, ist doch schon später, als ich dachte. Was die Zeit angeht. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.